Eben hatten wir noch gedacht, wir würden die Karte in- und auswendig kennen und dann das hier. Die Situation ist eine ganz andere. Also nicht die Karte spoilern. Ich denke mal, wenn man so auf die Karte drauf guckt, wie wir gerade hier, dass wir, die Blauen und die Roten, wir sind rot, dass wir in der Mitte sitzen, im Zentrum, und dass die Karte quasi so quasi liegt, auf dem Boden liegt, in der Horizontalen. Und dass wir auf der rechten Seite eine Sackgasse haben mit Orange und auf der linken Seite noch eine andere Fraktion in der Sackgasse. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich vermute es mal. Und der Verlauf sieht so cool aus. Der Verlauf der Sternenbasen weist darauf hin. Jetzt kapiere ich das erst, was eben drin stand, als wir die Partie gestartet hatten. Da war da davon die Rede, dass die Welten anfangs stabil wären und dann würden die Planeten wie zwei riesige Hämmer auf die draufschlagen. Irgendwas in der Art. Ich habe nur gedacht, was? Wie? Wo? Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Jetzt sehen wir, das ist so cool, wenn man sowas im Nachhinein versteht und merkt, dass dieses lyrische Bild nicht eine fehlerhafte KI-Übersetzung ist, sondern genau, dass das genau so gemeint war. Das heißt, der Hammer. Die Karte heißt ja auch Hammerfall oder so ähnlich. Der Hammer schlägt hier drauf und der Hammer schlägt hier drauf. Genauso wird es sein. Das ist der Mittelpunkt mit einem Stern. Das ist die Mitte der Welt. Den Ort können wir verteidigen. Das ist ein Asteroid. Den hier vorne können wir auch verteidigen. Und die werden sich zusammenfügen. Das ist auch einer. Hier bauen wir auf jeden Fall Militärverteidigung auf. Die Frage ist, ab wann ist das nötig? Hier schließen wir uns ein und wir expandieren Richtung rechts. Besser zu früh als zu spät. Wir fangen hier mal an. Wir bauen ja auch einmal Militär auf, einmal Verteidigung. Wir brauchen erstmal mehr Schiffe, damit wir weniger Verluste haben. Ich stecke alles, was wir in Ressourcen haben, in den Schiffsbau. Das Problem ist, schaut mal, wo die Schiffe langfliegen. Wir sind jetzt hier vorne. Die fliegen diesen Bogen lang. Je früher wir die Schiffe bauen, desto besser. Weil im Augenblick kommen die noch halbwegs zu unserer Flotte hin. Je weiter wir vorrücken, desto länger werden die brauchen, um hier hinzukommen. Und hier vorne ist eine schwere Werft, da sind leichte Werften. Wir müssen jetzt schnell bauen, damit die überhaupt irgendwann hier ankommen. Wir könnten sogar Folgendes machen. Wir könnten hier sogar ein paar zivile Werften reinbauen. Neben den militärischen. Haben wir noch Plätze frei hier? Im Orbit für zwei. Metalle bauen kann man auch. Kann auch nicht maximieren. Wir könnten hier zweimal eine leichte Werft hinbauen. Einfach nur, damit wir schnell leichte Schiffe bauen können. Oder, nee, wir bauen die hier hin. Ich bin bekloppt. Hier vorne natürlich hin. Da, wo wir gerade angreifen, den wir gerade ausbauen hier. Zivil zwei Plätze. Ah, Scheibencluster. Das ist ein cooler Asteroid und man kann hier 5 Punkte freischalten. In Summe maximal. Das wären genau diese hier. Aber man kann die Werften, glaube ich, auch im Nachhinein wieder abreißen. Wir bauen einmal vor Ort eine Nanomontagewerft, um die kleinen Schiffe schnell bauen zu können. Einmal. In welche Richtung bauen wir die? Ich weiß nicht, wie lange die Verbindung erreicht. Wir lassen die KI das automatisch machen. Einmal eine kleine Werft bitte bauen. Eine Nanomontagewerft. Zwei, damit das schön schnell geht. Eine braucht zwei Plätze. Okay, dann kann man nur eine bauen. Und dann bauen wir vor Ort die Schiffe. Genau, so machen wir das. Und die großen Schiffe, die würden wir weiterhin hier vorne bauen, auch wenn die lange fliegen müssten. Dann schauen wir, dass wir noch Planetenuntersuchungen bekommen. Was wollen wir sonst noch an großem, dicken Kampfschiff bauen? Das hier haben wir. Also von den Evakuieren haben wir eigentlich schon fast eine zu viel, deren Eigenschaften überschlagen sich. Der ist im Bau und fast fertig, davon gerne noch ein. Davon kann man gar nicht genug welche haben. Das sind die dicken Brummer.
feindliche Stellung zerschießen. Und der hier vorne, der setzt sehr auf Raketen, die können allerdings von Flaks abgeschossen werden. Für den Angriff auf feindliche Planeten und dessen Belagerung, das ist in der Regel gar nicht so das Problem. Und was ist das hier? Das ist eher für Überraschungsanschläge. Auf dem Planeten und danach den Planeten zerstören und abhauen. Das betrifft uns im Augenblick nicht. Da sind wir auch ganz weit von den Ressourcen weg. Zwar rot, ein gelb, da haben wir gar nichts von. Und der hier? Ein Kriegsschiff, das viele Kampfflieger hat. Dann müssten wir erst die Flaks abschießen. Kanonen und Wellenkanonen. Das können wir machen. Zwei grau, ein blau. Blau haben wir, das heißt, wir brauchen nur ein weiteres Grau. Das sollten wir kriegen. Okay? Sollen wir das machen? Eines Kriegranter-Träger versuchen. Wir müssen einmal Grau irgendwo bekommen. Erbeuten wir Grau hier vor Ort, wenn wir das Wrack plündern? Wir erbeuten zweimal Grau. Das können wir hier. Das könnten wir sogar hier vor Ort gleich bauen. Wenn wir hier eine schwere Werft noch. Aber die schweren Werften sind unheimlich teuer. Bauen wir gleich hier vorne vor Ort. Ein dickes. Ja? Okay, dafür sammeln wir gerade Ressourcen. Weiter kämpfen bitte. Achtung, ein Upgrade für ein Schiff. Subraumriss verbessern. Die machen das eigentlich ziemlich klug, finde ich. Haben wir eigentlich Verluste? Ganz geringe hier. Das dicke Schiff ist da. Das kommt gleich rüber. Das dritte Schlachtschiff bei uns. Das ist hier vorne. Fliegt gerade rüber und bekommt eine Gratisbeförderung. Wir können schon eine aussuchen. Welche haben die denn? Energieschub. Erhöht die Feuerrate der Waffen dieses Schiffs und regeneriert im Laufe der Zeit die Schilde. Super cool. Was ist das hier vorne? Setzt einen Nanniten in einem Radius um den Kochtool frei. Die Waffen der betroffenen Feinde langsamer nachladen. Davon hätte ich gerne so viele Schiffe wie geht. Die verschieden spezialisiert. Panzerung aufbrechen. Rumpf des Zieles destabilisieren. Das ist eher cool, glaube ich, beim Kampf gegen Großschiffe. Die werden wir später brauchen. Das heißt, das Schiff kämpft besser. Und das heißt, Feinde können schlechter kämpfen. Und das ist gut gegen Bosskämpfe. Machen wir das hier. Wir denken offensiv. Und wir haben es, genau. Ist die leichte Werft mittlerweile da? Jetzt ist sie da. Achtung. Und jetzt können wir der Flotte sagen, Schiffe vor Ort bauen, und zwar von den kleinen leichten. Bauen wir mal 5 vor Ort. Die brauchen, entstehen wahrscheinlich alle hier vor Ort in Rodari. Wunderbar. Das können wir hier nicht bauen. 10 vor Ort. Alle vor Ort. Entstehen auch schön schnell. 15. 20. Damit sind wir auch gleich fast schon am Limit. Wir können noch 1 bis 2 Kriegsschiffe bauen. Jetzt wird die Wrackbeute hier noch eingesammelt. Dann können wir das nächste Großkampfschiff bauen. Mittlerweile haben wir relativ viel hier oben zusammenbekommen an Kristallen und können auch mal schauen. Forschung oder irgendwas anderes. Hier sehen wir, wie der Hammer sich bewegt. Kann man hier durchfliegen? Und dass es einen Kampf gibt? Wer von euch weiß das? Wer von euch weiß, ob man durch so einen hindurchfliegen kann, ohne dass es Probleme gibt? Oder ob man das freischalten muss, pardon, hier oben durch, ich muss mal einen Bonbon nehmen, über, wir haben noch eine Nebenfraktion freigeschaltet. Ja, das ist gewollt mit der Kamera, wegen Augenproblem. Ob wir Waffenstillstandsvereinbarung? Nein,
Da hat man sogar eine Allianz 10 Minuten lang. Das ist was anderes. Oder? Ich weiß gar nicht, ob die einen angreifen. Wer weiß? Normalerweise greifen die an. Daishi, ich verlasse mich mal drauf. Dann schalten wir hier möglichst schnell die Stufe 2 frei. Wir brauchen einen zweiten Einflusspunkt. Oh Gott, die Stimme geht weg. Einen zweiten. Das ist ja furchtbar. Ich weiß. Es tut mir total leid, ich kann kaum nur weitersprechen. Die Einflusspunkte regenerieren sich, dann haben wir eben auch schon gezeigt. Und ich weiß nur mal hin, ich habe ein Crashkurs-Video auf YouTube, da werden also Basics erklärt. Link oben im Chat. Wir brauchen einen zweiten Einflusspunkt. Ich rede mal nicht langsam, weniger. Den suchen wir hier. Einfluss bekommen wir. In der nächste Einflusspunkt ist wo? Über einen Gegenstand. Ein weiterer Einflusspunkt. Drei weitere Orbitplätze und ein Einflusspunkt. Super cool. Und warum nehmen wir den nicht sofort? Der ist doch viel besser. Drei Orbitplätze, ein Einflusspunkt. Einflusspunkt und Kulturverbreitungsrate, das ist an den Grenzen interessant, um Planeten zu catchen. Das ist aber erstmal egal. Wir gehen hier rein. Den schalten wir frei. Dann machen wir mit dem Einfluss weiter. Ja, finde ich auch, Daniel, Skydiver im Chat, Suchfunktion super praktisch. Flotte mittlerweile bei 272, wir hatten ein paar Leute fliegen aber rüber. Hier sammeln wir jetzt die Beute ein vom Wrack. Oh, das dauert aber lange. Oh, das ist doof, Leute. Das dauert viel zu lange. Es reicht, glaube ich, wenn ein Schiff da ist. Wir nehmen mal ein Schiff raus aus der Sammlung hier. Wer ist denn der Schwächste, der hier sammelt? Das sind die Arten der Sammler, die gehen. Was ist das schwächste Schiff, das wir vor Ort haben mit Sammlerfähigkeiten? Ob das Aufsammeln schneller geht, wenn es mehrere Schiffe sind? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Hier steht ein Großkampfschiff in die Nähe. Dann müssten wir eins hier lassen. Was ist denn die dickste Beute in der Nähe? Da fliegen wir nur Wrackbeute und keine Verteidiger. Okay, dann nehmen wir ein Großkampfschiff raus. Wir haben zwei vor Ort. Das sind die... Der fliegt heran. Zwei, die Evakuierer brauchen wir. Wieso werden gerade drei angezeigt? Wir haben nur zwei vor Ort. Warum werden hier oben drei angezeigt? Die drei bezieht sich auf irgendwas anderes. Davon sollten wir zwei eigentlich haben, ne? Das ist ein Großkampfschiff. Ach, die hier stehen die nebeneinander. Das hat das Namen und die Nummer bitte heißt irgendwas anderes. Wir nehmen das schwächer ist. Das ist das hier. Und das nehmen wir raus und lassen wir eine eigene Flotte bilden. Das ist die Delta-Flotte. Und er fliegt jetzt hier hin und soll sich die holen. Und die schicken wir weiter. Die große Flotte und die fliegen dann hier hin. Ja? Nee, die Kreuzer können das nicht. Das können nur die Großkampfschiffe, Kreuzchen. Zumindest wenn der Tooltip stimmt. Welche Forschung holen wir uns gerade? Den Planetengegenstand? Also die graue, das dauert hier zu lange. Wir wollten noch einen weiteren, was soll man noch bauen? Wir wollten den hier linken, den nochmal bauen. Wir wollten den Kortul-Vernichter bauen oder wir wollten bauen den Ski-Rantra-Träger. Aber der Reparaturwolke, das klingt auch toll.
Aber den zweiten grauen Punkt versuche ich mal schnell über eine Untersuchung zu bekommen auf einer Planetenoberfläche. Mal schauen, ob das klappt. Einen blauen Punkt brauchen wir. Da bekommen wir einen roten. Hier bekommen wir einen roten. Da bekommen wir einen grauen. Und da bekommen wir einen blauen. Da ist er. Dauert auch nur 60 Sekunden und danach können wir das Großkampfschiff bauen. Das hat jetzt Priorität. Top, klasse. Und dann bauen wir hier vorne. Oh, hier sind viele Schiffe im Orbit. Aber nur Aufklärer der Feinde. Und unser eigenes. Alles gut. Dann können wir hier weiter auf Wirtschaft gehen. Komm, wir bauen mittlerweile auch mal Metalle. Einmal Metall, zweimal Metalle. Dann bauen wir hier vorne einmal, zweimal Metalle. Das ist ausgebaut. Und dafür brauchen wir erst eine Forschung. Damit wir ja weitermachen können. Die heißt, ja, das hilft uns dann mehrfach. Metallforderungsrate auf beiden Planeten könnten wir dann ausbauen. Schauen erstmal die Asteroiden zu Ende an, ob da irgendwas im Orbit passieren kann. Aber ich denke, ja, können wir zwei noch bauen. Jetzt sind wir auch schon wieder fast alle und dann holen wir uns diese eine Forschung, die uns hier angezeigt worden ist, um hier zu Ende zu bauen. Die Forschung wird von alleine durchgeführt und dann der Bergbau gemacht. Ja? Schiffe werden hier weitergebaut. Flotte fliegt jetzt rüber. Der nimmt hier das Wrack jetzt ein. Sehr schön. Flotte startet gemeinsam, fliegt einmal rüber. Wunderbar. Den wollen wir gleich bauen. Genau, man kann auch exotische Raffinerien bauen, dann kann man die selber herstellen. Wir schauen mal, ob wir das schon können. Also die Forschung freigeschaltet haben wir noch nicht. Mal gucken mal, wo die ist. Ja, guck mal, die ist ganz weit weg. Die ist vierter Forschung. Vierte Forschung. Das dauert ja ewig. Und oder die ist weiter vorne im 2. Hier unten ist die, schaut mal da. Da ist ein Planetengegenstand in der ersten Forschung. Hier ist das. Und der schaltet die exotische Raffinerie frei. Haben wir die, packen wir mal hier in die Forschung rein. Schaden kann das nicht. Und dann schauen wir auch mal bei der zivilen Forschung, damit wir das nicht vergessen. Suchen wir nochmal nach Kristallen. Ob wir mittlerweile in der zweiten Spalte etwas haben, was uns hilft. Ja, mehr Metalle, mehr Kristalle, das ist ein Planetengegenstand. Das können wir machen, das können wir machen. Beides hilft. In dieser Reihenfolge. Einmal das, einmal das. Wir springen rüber. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie schön der fliegt. Ah, wir kommen schon, wir sind schon da. Wir sind schon da, Entschuldigung. Hier, da waren wir. Flotte kommt an. Verteidiger ausschalten, Wrackbeute einsammeln. Einmal gelb, einmal blau. Grüße an Civ 6 Junkie und danke fürs allererste Abo. Hi, schön, dass du da bist. Blumen aus dem Chat, neu bei uns. Danke an Splitfire fürs dritte Abo schon. Danke dir. Pfeiffer, 27. Danke euch allen. Begrüßen wir aber den Civ 6 Junkie hier. Der nächste Civ 7 Junkie eventuell. Hier wird gekämpft. Wir lassen die das wieder automatisch hier machen. Neue Schiffe kommen hinterher an.
Na, dann bauen wir ein paar neue. Wir bauen ständig auf Vorrat neu. So, ich gehe nochmal die Karte von oben studieren. Lage unverändert, die dehnen sich langsam aus. Hier wollten wir Verteidigung bauen, da wollten wir Verteidigung bauen. Haben wir mittlerweile hier vorne vor Ort die Militärverteidigung erlaubt. Ja, 5 Plätze kann man bauen. Dann bauen wir mal, auch wenn es teuer ist, sagen wir mal, einmal eine Impulskanone. Einmal eine Phasenraketenplattform, die kostet 2. Orbitplätze, die kostet jeweils 1. Und die bauen wir dann am besten hier unten hin, ne? Die würde ich sogar manuell bauen dann. Hier unten bauen wir den. Normalerweise klumpt man die ja gemeinsam neben die anderen. Aber das würde ich jetzt gerne mal manuell machen. Und da wisst ihr was, wir gucken mal, wo die KI die automatisch blau bauen lässt, wenn man das automatisiert, und gucken, ob das für uns eine gute Idee ist. Da soll es landen und steht stattdessen da oben. Nee, ich hätte es lieber hier unten. Einmal manuell. Direkt hier im Eingang bitte abfangen. Eine. Boah, die hat einen coolen Radius. Super. Sehr cool. Einmal. Noch einmal eine daneben. Okay, das reicht erstmal. Dann machen wir das hier oben auch. Wir wollten hier auf Nummer sicher gehen, ne? Ja. Da machen wir das. Schilde sind erschöpft. Wir haben leider keine Reparaturgeschichten hier. Da haben wir auch Militär bei 5. Da kommt auch schon der erste Scout von einem Nachbarn rüber geflogen. Wir beobachten auch hier mal, wie die Planetenbahnen sich verändern. Ja, der Hammer kommt von rechts, aber das ist unser Hammer, der da drauf schlägt. Ja, das wird gegen Ende hin sehr dramatisch werden. Wir bauen erstmal nach oben hin. Wir bauen hier hin. Einmal hier hin. Eine daneben. Und auch hier eine Phasenraketenplattform ein Stückchen weiter nach innen. Die kann man nachher auch verschieben. Also es ist nicht so, dass jetzt, wenn man die einmal gesetzt hat, das für immer und ewig so bleibt halt, ne? Alles okay? Ja, klappt gut. Einen Stufenaufstieg mit einem unserer Schiffchen durchführen. Und zwar mit dem hier, ne? Wo ist es? Oh, eines unserer Schiffe ging es nicht mehr so gut, ne? Da waren noch die Schilde erschöpft. Es kann aber eines der kleineren gewesen sein. Da, wir können das nächste dicke Schiff bauen. Da ist es. Zu wenig Kristalle. Wie viele brauchen wir? 1920. Ah, die haben wir in Kürze. Ich lasse die Militärsachen mal drin. Und jetzt war... Wo ist denn der Feind? Wo ist denn unser Schiff, das wir ausbauen wollen? Oder haben wir den verloren? Nein, ne? Wir hatten eins hinten gelassen. Eins hatten wir zurückgelassen, eins kämpft. Und der hat Schilder alle. Schilder alle und Aua. Hat der irgendwelche Nano-Reparaturschwarm? Den Gegenstand kauft man immer. Fällt nur ein bisschen später ein, aber Hauptsache jetzt als später. Ah, die Großkampfschiffe können auch Forschung betreiben. Das hatte ich die ganze Zeit nicht nachgeschaut. Die können auch selber als exotische Raffinerie dienen mittlerweile. Super. Unterstützung. Katalysatorschwarm von Naniten. Ein Gegenstand, 6-mal benutzbar. Die regenerieren deren Antimaterie schneller. Resonanzverstärker.
Resonanzeffekte werden verstärkt. Ich weiß gerade nicht genau, was das bedeutet. Dafür müsste ich mir alle anderen Sachen durchlesen. Das hier unten kostet Kampfflieger sind stärker. Eine rote Ressource, wenn man erstmal das hier. Und das hier ist der Nano-Angriffsschwarm. Dreimal nutzbar. Der auch mehr Schaden macht. Und immer mal danach dann. Ne? Aber erst, ja. Und dann das neue Schiff kaufen. Na, wir können im Augenblick. Der muss irgendwie durch hier. Wie geht's denn dem hier? Der hat doch die Beute mittlerweile gemacht. Ja, da kann man ihm der anderen Flotte hinzufügen. Der fliegt jetzt auch rüber und hilft. Ja? So, dann wollten wir ein neues dickes Schiff bauen. Und ich mache mal ein bisschen weniger hier. Wir können nicht alle Militärsachen auf einmal, damit wir das Schiff sofort bauen können. Ich meine mal hier. Hier eine raus. Von der langen Schlange. Hier vorne eine raus. Da können wir das Schiff sehr schnell bauen. Da ist die Flotte. Jetzt müssen wir nur einen kleinen Moment abwarten hier. Daishi schreibt, ich hoffe, auf der Gamescom wird viel von ARA gezeigt. Ich werde es eine Stunde lang spielen im Fachbesucherbereich und sicher auch zum Release zeigen im September. Jetzt können wir es bauen. Da kommt es hinzu. Gegenstand ist noch im Aufbau. Schade. Wie gut geht es in unserem Schiff? Geht so, ne? Wir brauchen echt bald die Reparaturgeschichte hier. Wir haben auch kein Reparaturschiff. Eine Aktion läuft. Wir müssten mehr Einflusspunkte haben, damit das sinnvoll ist. Wir haben mittlerweile an Einflusspunkten 2. Wir wollten uns den Waffenstillstand holen auf der Stufe. Dass wir das prinzipiell machen können, damit wir durch den Reichen durchfliegen. Die Stufe, da gehen wir jetzt einmal 2 Punkte aus. Und wenn das dann auf 2 voll ist, können wir nach das machen und können 10 Minuten lang durch die Inhalt hindurchfliegen. Das war der Sinn der Sache, ja. Ja, das ist ein harter Gegner hier, ne? Aber ich glaube, das Schiff überlebt. Jetzt geht's, gleich geht's in die Hüllenpunkte. Scheibenkleister. Wir müssen ein bisschen überlegen, wen wir angreifen hier, ne? Sicher nicht eine Koloniefregatte. Langstreckenkreuzer müssen möglichst schnell die aggressive Fähigkeiten haben, die machen wir platt. Wer kämpft denn auf die Digger? Wer schießt denn die ganze Zeit auf das Schiff? Die ballen sich hier. Wenn man die Trägerkreuzer wegballert, dann sind da auch die Schiffe weg, oder? Hier, der ist schon fast tot. Auf den ballern wir jetzt mit allen auf einmal. So. Ein Trägerkreuzer futsch. Haben die denn auch ihre Jäger weiter im Orbit? Ich weiß gar nicht. So, und den Trägerkreuzer mal weg. Dann würde ich ja gerne die Langstreckenkreuzer wegmachen. Die dicken Pötter und die kleinen, die sind auch nicht von allen so gut zu treffen. Da ist noch ein Trägerkreuzer. Der kommt jetzt weg. Ja, jetzt geht's doch. Jetzt konzentrieren wir das Feuer. Und als nächstes die Langstreckenkreuzer zu Ende. Und jetzt überlegen wir es auch. Es geht in die Höhenpunkte. Eine knappe Geschichte, weil wir ein Großkampfschiff zurückgelassen hatten. Aber wir schaffen's. Wow! Kleiner epischer Kampf hier. Ein Langstreckenkreuzer noch da. Dessen Höhenpunkte tickern runter. Versuchen die abzuhauen? Ach, das ist die Nebenfraktion, mit der wir gerade kämpfen, mit der wir gleich einen Waffenstillstand wollen. Die hatten sich bis hierhin ausgedehnt. Jetzt verstehe ich das. Leute, jetzt müssen wir mal kurz nachdenken. Wir können die auch erobern. Die haben 10.000 Gesundheit. Dann ist die allerdings weg. Man kann die doch sicher auch erobern.
Unser Planet haben allerdings 250 Gesundheit, der 2900 Gesundheit. 10.000, das dauert zu lange, Leute. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, das bremst uns eher aus. Wir machen die Lösung mit dem Waffenstillstand. Wir haben auch schon Einfluss spendiert. Die hauen ab, Gott sei Dank. Und jetzt können wir hier in Ruhe gleich heilen. Wir hören einmal den Subraumriss hier. Nächstes Schiffchen kommt dazu. Wir müssen dringend ein bisschen Verstärkung dazu bauen. Dann geht es hier weiter. Also, der Hammer bewegt sich nach oben hin. Wir sammeln jetzt ja gleich Wrackbeute ein, die haben wir schon eingesammelt. Im Augenblick läuft die Forschung mit der... Ich glaube, dass man die Forschung, die wir gerade durchlaufen haben, ist die, dass wir exotische Raffinerien bauen, damit wir unser eigenes Zeug herstellen können. Die würde ich dann auch gerne bauen, dann können wir unsere eigenen Ressourcen herstellen. Wir können noch einen irgendwo verbessern. Und das hier wird militärisch ausgebaut. Der Platz hier, damit hier keiner durchkommt. Der Platz hier vorne wird militärisch ausgebaut, damit keiner durchkommt. Der Hammer bewegt sich da oben drauf. Das ist eine neutrale Fraktion, die es zweimal gibt. Einmal hier, einmal dort. Da haben wir mittlerweile die zwei Einflusspunkte. Das hier muss, also da haben wir demnächst, das muss leider einmal voll werden, bis wir uns das holen können. Das dauert lange. Ich weiß gar nicht, ob man da... Das müssen wir uns nachher mal angucken. Was meint ihr? Vielleicht ist es auch möglich, da durchzufliegen und schnell wieder wegzuspringen. Die haben ja nicht viele Verteidiger. Die haben wir denen gerade weggeschossen. Verteidiger wegschießen. Erstmal die Truppe wieder aufbrezeln. Verteidiger wegschießen. Da oben weiterspringen. Ach, das gehört denen auch alles schon. Ach, Scheibenkleister, Leute. Dann lass uns das doch so machen, dass er die kleinen Orte von denen klauen und die besetzen. Danach hier unten einen Waffenstillstand machen, dass wir hier nicht die 10.000 Punkte runterschießen müssen, aber dass wir die hier erobern. Oder, Alternative, das hatten wir bislang vermieden, wir spezialisieren uns auf Belagerungsschiffe. Holen uns die entsprechenden Technologien, holen uns ein Großkampfschiff, das das kann, schalten einzelne Schiffe frei mit hohen Belagerungsfähigkeiten. Weil ansonsten kann es sein, dass wir ja laufend immer hinfliegen müssen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert mit den zwei Einflusspunkten. In 15 Sekunden der nächste Punkt. Dann ist das ja kein Ding. Dann mal in 30 Sekunden zwei. Und das dauert dann alle 10 Minuten einen Waffenstillstand. Leute, zwei Alternativen. Ihr entscheidet mit. Alternative 1, ständig Waffenstillstand. Die ignorieren. Dann allerdings auch keine Ressourcen von denen bekommen oder in Belagerungskills investieren, was wir langfristig eh brauchen und ihnen alles wegnehmen, danach rüber zu den Orangen. Das sind die Alternativen. Was ist euch lieber? Plan A. Zeigen, dass wir zu Recht einen bösen Ruf haben, eine arme, harmlose Nebenfraktion, die sich auf Diplomatie spezialisiert hat, Krieg. Und dann das als einen Klumpen besitzen, dann rüberfliegen zu den Orangen. Warum ich die dritte Fraktion nicht angreife, die hier vorne? Weil die gerade erst kennengelernt haben. Die sind spezialisiert auf Verteidigung. Dann können wir uns verteidigen, falls uns jemand angreift. Ja, aber die liegen ja halt im Weg, weil der Hammer bewegt sich ja von hier nach oben hin. Das wird klein. Ich würde sagen, wir massakrieren einmal die Kleinen. Ja, einnehmen, wegballern, heißt der Chat, alles klar. Dann fliegen wir hier rüber, die nehmen wir alle ein und dann zum Orangen. Aber heute nicht mehr. Nächster Stream. Fortsetzung. Doch keine Partie in einem Rutsch. Aber super spannend, Fortsetzung kommt. Ja?